In dem heutigen Video wählen Present und ich zufällige Mega-Entwicklungen aus, die wir durch unsere Starter ersetzt haben. Wenn wir dann ein 6er-Team zusammengebaut haben, kämpfen wir gegeneinander. Viel Spaß! So, wir sind bei den Startern und ich werde mir jetzt mein erstes Mega-Pokémon auswählen. Let's go! Ich habe... Was ist das für eins? Oh, okay, also ich habe Mega-Scaraborn. Ja, ich habe Mega-Firnator. Aha. Und ich habe Mega Latios. Ich glaube, der wird sich direkt mal eingetütet. Mega Firnantor, let's go. Let's go. Nice. So, was habe ich denn hier am Start? Wir haben, ui, oh, Mega, der sieht ja richtig lost aus. Ich sehe gerade schon meine Moves. Ja. Aber ich muss natürlich Dark of Death nehmen, der Geile, Alter. Das hast du ja Absol? Ja, natürlich. Das ist da schlecht. Direkt rein. Psycho-Pokémon. Ja, das ist richtig schlecht für dich. Ja. Verdammt. Pokémon Numero Dos haben wir. Junge, wie sehen die denn aus? Okay, alle am T-Posen. Okay, ich habe Mega Ampharos, Mega Gewalt und Mega Meditalis. Ich glaube, Mega Meditalis ist wack ohne die Fähigkeit, ne? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, ich nehme Gewaltro, weil ich den Speed Na, haben will. Na, nimm Mega Meditalis. Nö, Gewaltro ist schon cool. So, ich gönne mir jetzt hier was nice. Ui, pff, der verdeckt ja alle, aber so ein Mega Sumpex, Mega Dianzi oder würdest du eher Mega Mewtwo X nehmen? Boah, das sind allgemein stark, ne? Das sind alle drei cool, aber ich glaube, Mega Mewtwo X ist, glaube ich, der way to go. Ja, ich glaube auch. Alrighty, Mon Nummer 3. Wir haben Mega Mewtwo Y. Okay, was ist denn hier passiert? Wer ist das? Achso, das ist Stalos, Junge, ich sehe gar nichts. Okay, ich habe Mega Stalos, ja. Mega Zubiris und Mega Galagladi. Mega Zubiris könnte vom Timing her cool, sein. Stalos finde ich, glaube ich, wack. Entweder Zubiris oder Galagladi. Also ich würde Galagladi an deiner Stelle nehmen. Also wirklich. Jetzt wirklich? Ich meine, ja, guck mal, ich habe ja eine Eisschwäche und dann hätte ich einen Fighting-Mon, der vielleicht aber keine Fighting-Attacke kann. Aber wir gehen rein. Komm, wir gehen in den Mega Gallade. Let's go. Let's go. Ich habe jetzt was. Boah, der hat keine Fähigkeit. Ja, was hast du? Ja, wir haben Mega Gardevoir, Mega Brutalander oder Mega Metagross. Also, alle irgendwie geil. Metagross oder Brutalander wird es wahrscheinlich sein, oder? Ja, ich glaube. Komm, Gardevoir, ich habe auch Galagladi. Sehr cool, oder? Nee, Metagross rein da. Ach du Scheiße. Mon Nummer 4 ist jetzt auch ein Banger. Aber ich habe schon Latios. Oh mein Gott! Was hast du? Okay, also ich habe Mega Lamus. Aha. Mega Bibor. Aha. Und Mega Rayquaza. Ja, ich glaube, du nimmst auf jeden Fall Mega Lamus. Bibor, hä? Bibor ist doch ohne Anpassung, der wird mega nice sein. Ja, safe. Safe. Ich nehme mir Mega Rayquaza. Ey, ich habe noch eine weitere Eisschwäche, stopp. Ah, apropos Eisschwächen. Was sagst du, Mega Latios, Mega Altaria oder Mega Schlapohr? Die sind alle geil. Oh mein Gott, was ist denn der für eine Attacke? Ich glaube, es wird Latias. Ja, Mega Lat, ich habe halt schon Psych-Type, aber komm, let's go rein. Ja, man gönnt sich ja sonst nix. Okay, ich muss, so langsam brauche ich ein Stahl-Pokémon. Schauen wir mal, was ich hier so bekomme. Ich bekomme, ich sehe nichts. Ich sehe Real Talk nichts. Also wirklich, okay, jetzt sehe ich was. Blind wählen. Boah, das ist schwer. Ja, hau raus. Mega Banette ist es nicht. Nee. Mega Garados. Ja. Oder Mega Glurak X. Mega Glurak X hat halt das Problem, dass der noch eine Drachenschwäche hat. Ich würde überlegen. Guck mal, für Garados, ich habe genug Kampf. Switch. Hättest eine Eisresistenz. Ja, doch. Ja, Garados ist es ja safe. Ich nehme Mega Garados. Mhm. Der wird eingetütet. Eingetütet wird er und ich tüte ein. Pff, okay. Apropos Eis. Ich habe Mega Rexblizer, ich habe Mega Ordoch und Mega Turtok. Okay. Aber ich tendiere eigentlich schon auf Mega Turtok, weil es das Allround beste Mega ist. Und mit den wahrscheinlich. Also ich sag's, wie es ist. Ich würde mir beinahe wünschen, dass mein Garados ein Flug-Pokémon ist. Nicht nur beinahe, ich würde mir wünschen, dass es ein Flug-Pokémon ist. Hat er etwa einen Flugstep oder wie? Vielleicht hat er einen krassen Flugstep. So, was ist der krasseste Flugstep, den du dir vorstellen kannst? Zenitstürmer. Möchte ich jetzt nicht beantworten. So, mein Team muss abgerundet werden. Vielleicht jetzt ja ein Steel-Type. Ja, also, okay, jetzt wird's interessant. Pass auf. Okay. Ich hab Mega Kangama. Aha. Der ist so eine Fähigkeit doof. Ja. Ich hab Mega Garchomp, der kann mit einer anderen Fähigkeit richtig krass sein, aber das ist halt wieder ein Dragon-Type mit einer vierfachen Eisschwäche. Mhm. Oder Mega Lucario, der halt ein Steel-Type ist, gut gegen Eismons ist in der Theorie, aber halt seine Adaptability verliert. Ich feier Mega Lucario vom Design am meisten.
Ich glaube, ich feiere Garchomp am meisten, aber ich kann nicht Garchomp, kann ich nicht machen. Ich muss Lucario nehmen. Ich nehme Lucario. Ich nehme Kagama. Dann gönne ich mir. Alter, ich kann nichts sehen. Okay, Megastolos, Megavoltenso oder Kamerupt? Da ist Stolos. Den hätte ich gebraucht. Aber ich brauche Stolos nicht, weil ich schon Steel-Type habe. Und ganz ehrlich, so ein schnelles Pokémon wie Voltenso, da gehen wir rein. Das sehe ich. Das Pfiffchen, gegen die sich Karl kämpft, hat Urmeer. Entspannt. So, wir sind hier im Kampf. Meine Mons sind übrigens wieder nach Kanalmitgliedern benannt. Falls ihr das auch benannt werden wollt, dann danke für eure Unterstützung. Gut, was geht denn hier jetzt ab, Alter? Ja, womit liegen wir denn jetzt hier? Einfach mit dem Gewinnerteam, oder? Ich würde sagen, mit einem Mega-Pokémon. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir. Da ist es. Schmadias. Okay, Schmadias. Actually, weiß ich nicht, wie gut es ist. Das werden wir rausfinden. So eine Ich habe mir keinen Screenshot von deinem Team gemacht, aber das nehmen wir jetzt so in Kauf, ja? So eine vierfache Eisschwäche wäre jetzt echt blöd, ne? Das wäre sehr blöd. Also, wenn du einen Eismove hast, wäre das blöd. Okay, du wechselst raus. Ja, ich scout erstmal. In X im Gesicht. Oh, das ist leider ein guter Scout. Freeze? Alter, was für Freeze. Lass das. Na, na gut, schade. Oh, Live-Orb sogar. Warte, was? Heiß-Orb? Hä, wieso spielst du Heiß-Orb? Nein, aber nicht, du hast Adrenalin, Metagross. Das wäre ja richtig eklig, Alter. Nee, gar nicht. Na gut, ich habe Feuerfeger, alles gut. Ja, aber das überlebe ich ja. Ja, aber das überlebst du, aber es macht sehr, sehr guten Schaden. Ja. Ich glaube, ich sterbe einfach wahrscheinlich. Ich glaube, du stirbst einfach. Knirscher, ja, das sterbe ich wahrscheinlich. Das sterbst du, genau. Das sterbe ich wahrscheinlich. Oh mein Gott, was? Gewaltro ist ja eine Maschine. Das ist echt eine Maschine. Der ist es ja übelst. Okay, und dann? Ja, dann hätte ich jetzt gerne Sprungfeder eingesetzt, aber ich wollte nicht missen. Deswegen. Ah, ja, und dann kriegst du halt auch noch die ganze Zeit Burn-Schaden und ja, so, weiß ich nicht, weißt du? Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich hätte gedacht, dass ich dich einfach one-shotte. Hätte ich auch gedacht. Gewaltro scheinbar doch krasser als gedacht. Wie viel hast du? 120 Base-Speed? Ja, da habe ich was schneller ist. Was für 120? Ich habe 145. Was, du so schnell? Natürlich bin ich schnell. Oh, Härte? Nicht mein Titankiefer. Also, warte mal ganz kurz. Nein, hast du nicht. Dann werden wir herausfinden. Na gut. Das ist mir ein bisschen scary tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass du auf Gefriertrockner gehst. Ich glaube, wenn dann noch Feuer. Ich bin auf Gefriertrockner gegangen. Come on, was für Gefriertrockner. Ich meine, ich sterb jetzt. Ja, klar, deswegen wollte ich am Leo sterben lassen. Ja, aber ist okay. Aber ich dachte halt... Ich dachte, nicht der Freeze noch, weißt du? Oh, ja, ich dachte, du machst halt Feuerfeger, weil das halt ein stärkster Move ist, so. Nee, nicht, weil ich habe, glaube ich, spezielles Investment. Ja, okay. Deswegen, na gut, okay. Ja, Fabian King. Dann holen wir mal Mega Latias, weil ich habe Latios, ne? Du hast Latias. Aha, okay, gucken wir mal, was der so kann. Holzgeweih. Aber das überlebe ich doch, oder? Ah, warte, was? Let's go, und jetzt? Unheilböen! Ja. Bitte kein Boost. Aber es macht nicht so viel Schaden. Aber ich glaube, mit einem Boost wärst du schneller als ich gewesen, ne? Hätte durchaus sein können, ja. Na gut, dann nimmt man den. Merken wir uns. Ja, den sparst du dir nicht mehr auf. Nee. Der ist halt sehr langsam, ne, leider. Richtig, das bringt mir nicht mehr so viel. Hayachi kommt wieder rein. Ja, der ist schneller als ich. Und du klaust mir meinen Regengenuss. Oh nein. Nicht der mächtige Regengenuss. Der ist echt mächtig. Okay. Urteilskraft, aber den lebe ich. Lebst du den? Ja, natürlich lebe ich den. Komm auf an, was du für eine Fähigkeit hast. Okay, ja, lebe ich. Ah, Crit. Obwohl es sehr effektiv ist. Crit? Hä, ist doch nicht sehr effektiv, ist doch nur normaler Tag. Nee, es war sehr effektiv gerade, hast du es nicht bemerkt? Kann der eine Platte tragen? Natürlich kann der eine Platte tragen. Was? Du hast Urteilskraft Eis? Ja, natürlich. Du bist so ein gemeiner Fiesling. Wieso ist das gemein? Es war nett, dass ich es überhaupt gesagt habe. Heilige! Okay, ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Der ist auch ziemlich schnell, ne? War ein recht schlauer Move, würde ich sagen. Dragoran. Leider war es das. Guck mal, wie cool der aussieht, Alter. Ist Mirai Quasar nicht langsamer? Weiß ich nicht. Ist er nicht schneller? Ich glaube, der ist langsamer, um ehrlich zu sein. Na gut, ich habe Scarf, alles gut. Ach, come on. Können wir bitte darüber reden? Ich muss dir das jetzt sagen, okay? Der ist übereifer Drachenklaue. Das ist doch illegal. Das ist so illegal. Dark of Death. Aber im Fall der Fälle müssen wir auf Glück gehen. Ja, du misst halt. Das kann halt wirklich sein, ja, ne? Ja, deswegen, dafür muss ich ein bisschen gehen. Also, das ist ein bisschen. Also, war ich schon mega quasi schon illegal. Ja, na klar.
Ja, es spielt einfach sowas. Na, na gut. Okay. Tick, 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 tick. Ja gut, dann habe ich jetzt noch eine einzige Chance. Okay, okay, okay. Ich will eigentlich noch meine anderen Mon zeigen. Ich habe Ira quasi an dem Berg. Ich glaube, yeah, da gönne ich mir gleich. Da ist der Karton. Der Karton. Okay, pass auf, ich weiß genau, was ich mache. Okay, was machst du? Schau mal, wie klug das ist. Schau dir jetzt die Ability an. Jetzt bin ich gespannt. Solid. Schau dir das an, was der kann. Das finde ich echt blöd, dass du ihn, als ob der mit Roa kann. Aber das finde ich blöd, dass du den reinwechselst. Ja, das habe ich predicted. Ja, hast du super predicted. Ich weiß gar nicht, bitte keine Boost, das wäre jetzt schlecht. Ein Crit? Ein Crit okay. Schon mal? Keine Boost? Alles gut, was habe ich eigentlich? Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof alles, ne? Weil ich habe nämlich auch Urteilskraft, aber ich habe dem keine Platte gegeben. Ja, du warst doch nicht so smart. Ich war leider echt nicht so smart. Nitro-Ladung hat der, okay. Erstmal wollen wir schneller sein. Ja, das ist ein bisschen nervig, den Speed dir da zu gönnen. Ich mach den hier. Käferbiss. Hast du eine Beere? So eine Yachi-Berry oder so? Ich habe tatsächlich eine Beere, ja. Oh, die Voleo wäre okay. Parabolladung. Okay, der hielt sich nicht so krass. Macht er nichts. Weißt du, wie viel Spezialverteilung Galagladi hat? Alter, 5 Millionen. Guten Spezialangriff, deswegen habe ich gehofft, dass ich da ein bisschen mehr heile. Ja, nee. Aber ich habe halt auch nicht die besten Angriffe, muss ich sagen. Also das Set ist richtig Müll. Mein Galagladi-Set eigentlich auch, aber irgendwie deckt er damit auch viel ab. Ja, yeah, ich glaube, die Nitro-Ladung ist tatsächlich gerade stark. Urteilskraft und Klärsmog. Ist irgendwie wild. Ja, also. Ja. Jetzt müssen wir ja tatsächlich irgendwie hoffen, dass das Voltenso irgendwie reißt, aber ich weiß noch nicht wie. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ja, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie auf irgendwas hoffen. Oh, okay. Na das klar. Das ist tatsächlich jetzt gerade eine Hoffnung. Also, wir sehen leider eventuell einen Mon von mir nicht. Okay. Schweifglanz! Jetzt können wir noch mal kurz reingehen in den Kampf, muss ich sagen. Wie schneller als du? Nee, ne? Nee. Fauna-Statue? Ja, die lebe ich, hä? Hä, setzt du da nicht eine Runde aus? Ja, klar. Aber ich muss halt für etwas... Oh. Guck mal, ich hätte noch einen Angriff gehabt. Ich bin für Hyperstrahl gegangen. Wäre geil, wenn wir beide jetzt eine Runde aussetzen müssen. Die Sache ist halt, ich habe halt Himmelhieb gehabt. Ja. Aber das hätte dich halt nicht gekillt. Und ich musste dafür gehen. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, weil, also ich sehe ich. Du wirst es sehen. Ich werde es sehen. Du wirst es sehen. Ich werde es sehen. Ich bin, by the way, Mentalkraft-Zenitstürmer. Ja, okay, aber das resiste ich. Killt der? Wobei, ich wollte gerade sagen. Okay. Außerdem, ich habe halt einen Fokusgurt gehabt. Ah, okay. Okay, der Deathdrop, den hätte ich echt gebraucht, weil jetzt hätte ich mit Antikraft halt angreifen können und mir jetzt den Boost holen können. Jetzt musst du Fauna-Statue schon fast einsetzen. Aber dann verliere ich ja. Das heißt, eigentlich ist der Play auf Antikraft-Crit zu hoffen. Crit-Boost. Ich glaube, der killt ja trotzdem nicht. Egal, ich versuch's. Ich sagte Crit Boost. Crit Boost. Crit Boost. Crit Boost. War ja nix. Jetzt nehme ich mir auch noch deinen Fokusgurt. Sehr geil. Mir. Frech, Alter. Ja, frech. GG. Leute, ich habe euch ja das Ganze gefallen. Schaut gerne bei Press vorbei. Dort haben wir ebenfalls ein Challenge-Video aufgenommen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und lasst ein Abo da. Ciao, ciao.